Hallo Helen, schön bist du wieder bei uns. Freut uns. Hallo Helen. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich sage auch Hallo allen drei. Simon, Remo, Olli, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Wir waren ja in einem äußerst spannenden, nennen wir es mal Stollen, unterwegs. Ob das ein Erdstall ist, können wir nachher noch ein bisschen diskutieren darüber. Das ganze Ausmaß hat mich extrem beeindruckt. Also ich glaube, ging dir vielleicht auch so. Ja, es hat mich auch erstaunt, dass es so verzweigt ist, so viele Formen. Ich kann einiges davon noch nicht erklären. Ja. Aber es gibt natürlich Vorstellungen, was das sein könnte, wenn ich in der Industriegeschichte von dieser Gegend zurückgehe. Da weiß ich, hat es Seidenindustrie, Seidenverarbeitung braucht sauberes Wasser. Das kenne ich von Aarau, von den Mayerschen Stollen. Die haben ja auch sehr lange Gänge gegraben, in einem völlig anderen Gestein, in einem Schotter. Aber um die Seide zu färben, braucht man sauberes Wasser. Da kann man kein Seewasser nehmen oder sonst irgendetwas, stehendes Gewässer. Da muss man frisches, sauberes Quellwasser haben, so wie wir es eben bei zum Beispiel als Trinkwasser brauchen. Und das wäre für mich eine Erklärung, warum man diese Stollen gesucht hat, weil man Wasser gesucht hat. Aber normalerweise kenne ich Quellstollen eigentlich, da geht man in den Berg hinein, da wo der Wünschelroutengänger gesagt hat, da hat es Wasser. Aber hier haben wir ein so verzweigtes System, dass es für mich nicht mehr stimmt. Ich habe es, glaube ich, schon am Anfang, als wir reingingen, gesagt, das ist ein Labyrinth. Also so nennen wir das Ding auch am besten wahrscheinlich. Den genauen Ort werden wir nicht verraten. Es war im Kanton Zug, das kann man sagen. Wir werden das nicht verraten wegen Vandalismus etc. Wir möchten, dass das geschützt bleibt. Hast du ja auch sehr schön erklärt im Video. Da hat es Dinge drin, die sollte man schützen. Vandalismus ist für mich ein Problem bei diesen Stollen. Ich habe es auch schon im Schwanden gesehen, also im Kanton Bern, dass da plötzlich große Schriften an der Wand waren. Wir waren hier und will jetzt die Gemeinde nicht nennen. Und was ich da schon gesehen habe, da im Kanton Zug, was da am Boden liegt, ist eigentlich wirklich traurig. Naja, es ist so. Wir haben Bierflaschen gesehen hinten. Ja, und Plastiksäcke, die schon verkalkt sind. Also das ist ganz lange schon da drin. Und ja, es ist unschön. Ja, absolut. Ja, aber das Ganze, also wie gesagt, also mich hat es aus den Schuhen gerissen sozusagen. Also es war wirklich, ich glaube, auch du. Absolut, also mein Arm hat es nachher auch gemerkt. Ja, genau. Da mit dem, das ganze 3D-Vermessen, da ging schon dann auch in den Unterarm. Also war froh, wo wir fertig waren. Ja, der war riesig, oder? Also meine total, das haben wir geschätzt, etwa 250 Meter bestimmt, oder? Ja, bis 300 Meter. Ja, Sicherheit, Gängen, also. Also ich gratuliere zu eurer Arbeit. Das, für mich ist das ein Durchbruch bei der Aufnahme von solchen Stollen. Wir haben nicht nur die Länge, und ein bisschen die Breite, ein bisschen die Höhe, sondern ihr habt ein dreidimensionales Bild erarbeiten können. Das ist großartig, was ihr da geleistet habt. Und ich weiß, dass sie da einige Stunden dafür investiert hat, nur schon um das aufzunehmen. Und das ist etwas, was ihr dann sicher auch mal in Kursen weitergeben könnt, weil das ist für mich einfach der Durchbruch. Ich danke euch für diese Arbeit. Danke auch, also dass du uns überhaupt die ersten Stollen gezeigt hast. Und jetzt sind wir dran, alle noch einmal vorbeizugehen, diese zu vermessen. Interessanterweise mit diesem Programm kann man auch, wie sagt man, Blueprints, also Blaupausen direkt erstellen. Also, oder eben das 3D-Modell mit Farbe, wie das ausschaut. Man kann da reinhuschen, seht ihr nachher am Ende. Da bin ich noch am Aufnehmen, dass es auch schön aussieht. aber ja, für die Forschung kannst du direkt nachher vermessen. Man hat einen sauberen Plan mit GPS-Daten. Die geben wir euch nicht an, muss noch etwas geheim bleiben. Aber man kann das dann ja auf Karten überlagern und man kann sich so wissenschaftlich ein Bild machen, was war, also
wo fügt er sich ein und so weiter, genau. Ja, also ich habe zum Anfang, als erstes Beispiel, nicht gerade einen kleinen, schönen, geraden Stollen gewählt, sondern auch einen von den kompliziertesten, die wir bisher gesucht haben. Genau. Also doppeltes Dankeschön, dass ihr das geschafft habt. Also und man muss auch noch sagen, also vielen Dank für die Lorbeeren, ja, aber es ist einem ersten Schritt, sage ich jetzt mal, für uns Bürgerarchäologen, wenn man das so nennen darf, dass man einmal eine Grundvermessung hat, nicht mehr mit Maßband und Papier und das aufzeichnen. Aber wenn man es genauer will, dann braucht man dementsprechend die Instrumente. Aber die haben wir momentan noch nicht. Ja, kommt vielleicht ein paar Jahre, aber wir arbeiten mit dem, was wir haben und kann doch schon einiges rausholen. Ja, das wird die genaue Dokumentation dieser Stollen, das bringt uns Meilen weiter. Mhm. Das ist wirklich wunderbar. Ja, ja. Bisher hatten wir einfach die Grundrisse, vielleicht noch etwas über die Höhenangabe, Breitenangabe, aber schon wenn es von oben nach unten ging, in zwei Stockwerke, war das meistens schon recht schwierig zu erkennen in den Zeichnungen, wie das gemeint ist. Mhm. Und hier können wir ja die Modelle noch drehen und wenden und dann die beste Ansicht herauslesen. Genau. Also das ist ein echter Fortschritt. Danke vielmals. Im Grunde genommen, von den Einrichtungen, von dem Equipment her, von den Apparaten her, machbar, aber das Programm, das muss man beherrschen. Ja, das ist ein anderes Kapitel. Also, ja, es ist auch diese Form, die mir dann eben Probleme macht beim Erklären. Mhm. Also ich vermute, dass man hier Wasser gesucht hat. Mhm. Aber normalerweise sehen Suchstollen für Wasser einfacher aus. Mhm. Und nicht so quer durch alle Schichten hindurch. Mhm. Aber eindeutig, es sind Stollen, die von Menschen gemacht sind. Ja. Und also an der einen Stelle haben wir da wirklich die Brezel genannt. Es sieht wirklich aus wie eine Bierbrezel, also von der Form her auch, einfach noch auf zwei Stöcke verteilt. Ja. Das wäre spannend. Also, ja, da frage ich mich schon, wieso, für was sie das macht. Ich habe einfach den Eindruck, dass das schaut für mich nicht wie in der gleichen Zeit gemacht aus. Also dieser eine lange Hochgang, der da über 17 Höhenmeter hochgeht, über 60 Meter lang, mit Treppen drin. Ja, das sieht völlig anders aus für mich als eben diese Brezel, diese fast erdstallmäßigen, gewundenen Gänge, die irgendwie keinen Sinn machen. Also was denkst du über das? Braucht man solche Rundgänge, um Wasser zu sammeln? Nein, das ist eigentlich nicht üblich. Ja. Und auch die Treppen. Mhm. Treppen, das ist mehr Arbeit, die man leisten muss beim Bergbau. Für einen Quellstollen, da baut man keine Treppen, da geht man rein und wenn man das Wasser hat, dann schaut man, dass es wieder herauskommt. Die Treppen dienen zu nichts, wenn man Wasser suchen will. Mhm. Das wäscht höchstens noch die Stufen herunter, dann hat man Sand und Ähnliches im Wasser. Ja. Also Treppen baut man, wenn man immer wieder rechnet, dass man da hinaufgeht. Genau. Ja. In dieser Hinsicht ist er also ziemlich neu. Also ich vermute also schon Industriestollen, aber warum die Gänge bauen, wo sie dann hineingehen können, Treppen hinauf und wieder herunterkommen. Sonst baut man das nicht. Das kann man einfacher haben. Bergbauarbeit ist nach wie vor eine der härtesten Arbeiten. Aber das wäre dann eher ein Versorgungsgang oder so, wo man halt Güter rauf und runter getragen hat oder irgend sowas. Also, aber was? Ja, das ist eine gute Frage. Das bringt mir einfach keinen Sinn. Als Lagerort, dann kann man das unten lagern oder dort, wo man es braucht, aber da oben. Ja, das Interessante ist ja, wenn man die Treppen hochgeht, dann ganz hinten nachher wird es wieder relativ niedrig. Mhm. Also es ist nur gerade das kleine Gebilde da, wo ausschaut wie an der Decke oben wie ein Brunnenstollen, wo da runterkommt, auch ein Ding. Und nachher die Metalltüre da. Ja. Das kleine Gewölbe sieht so aus, dass man vielleicht etwas da hineingemacht hat. Aber wenn man nachher die Treppe runter macht und unten wieder der Gang schmal wird, also wir mussten da
reinkriechen und oben dasselbe am Schluss auch nochmal. Außer unten ist es halt verschüttet schon ein bisschen. Also das war vielleicht mal höher unten. Also dass man wirklich halt in den Hauptraum, gleich beim Eingang, dass man da einfach reingehen konnte. Und jetzt ist halt der Boden ein bisschen höher. Könnte ich mir noch vorstellen. Also, ja, aber da müsste extrem viel verschüttet worden sein, weil der Kalk hast du ja schon abgelagert dort. Also das geht ja dann, also meiner Meinung, aber ja, es ist einfach ein Mysterium. Ja, aber, also ich weiß nur, die Wendeltreppe da, ja. die ist wunderschön, super, voll verkalkt, ja. aber als Wendeltreppe. Ja. Sie hat fast etwas Elegantes. Ja. Aber das kenne ich nur von Burgen oder von Schlössern, aber da oben ist kein Schloss, da ist höchstens noch eine Pension gewesen. Aber ja. Und ja. es macht einfach keinen Sinn. Mhm. Und Lagerstätten in dem Material, das so locker ist, das würde ich mir also zweimal überlegen. Ja. Dann würde ich mindestens ausbauen, Mauern hochziehen, damit mindestens die Kavernen geschützt sind und nicht einstürzen. Denn es ist lockeres Material. Naja, ja. Also. Und hinten haben wir ja noch eine Zisterne, also da wird Wasser gesammelt in der heutigen Zeit. Also es schaut zumindest so aus. Das ist ja gemäuert. Ja. Das ist der Abgang in den letzten oder zweitletzten Stollen, den wir reingingen. Und wir haben ja reingefilmt, man sieht, das Wasser, das fließt kurz geradeaus und dann geht es nach links. Da hat es eine Beton, also das schaut fast betoniert aus hinten, die Wand. Also, es ist durchaus möglich, dass man da Wasser gespeichert hat, damit man immer möglichst gleichmäßig viel Wasser in den industriellen Betrieben zur Verfügung hat. Ja. Das wäre sinnvoll. Ja. Aber dann wären das Gänge, die man zum Unterhalt dieser Wasserversorgung gebraucht hat. Und ich meine, in diesem Gestein Treppen zu bauen, ist nicht so wahnsinnig aufwendig. Es ist ja kein Granit, es ist ein lockeres Material. Ja. Das aber stimmt, trotzdem, das könnte dann eine Erklärung sein für diese Treppen, dass man einfach diese Wasserversorgung instand halten will, die Speicherfähigkeit erhalten will, damit man sicher auch mal in Trockenzeiten, wo die Quellen weniger Wasser bringen, eine sichere Versorgung hat. Das, also, was für wenn mich es fürs Trinkwasser gebraucht würde, heute noch in der Gemeinde, dann wäre das, dann müsste es ganz anders gesichert sein. Ja, klar, es müsste nicht zugänglich sein. Ja. Und was für mich ein bisschen dagegen spricht, ist, die Hauptverkalkungen, die haben wir in diesem ersten Gang mit diesen Treppen. Ja. Also zumindest in der neueren Zeit kommt das meiste Wasser von dort und nicht, wenn du sagst, das war der Stollen, den man brauchte, um das zu warten, dann müsste ja mehr Kalk hinten, also irgendwie. Ja, die Verkalkung ist mir auch aufgefallen, weil normalerweise solche Verkalkungen kann man brauchen für Altersbestimmungen. Aber in diesem Fall scheinen mir die Verkalkungen doch relativ dünn zu sein. Einige Zentimeter kann natürlich sehr lange brauchen, bis es das überhaupt hat. Aber irgendwie muss das Wasser aus einer Gegend kommen, wo es extrem viel Kalk hat, also reinen Kalkschichten. Aber hier sind wir ganz eindeutig nicht mehr im Kalk. Es sind keine Kalkspalten, die da vorhanden sind. Es ist menschengemacht. Aber ich habe auch Schwierigkeiten bei der Altersbestimmung. Ich komme am besten zurecht, wenn ich annehme, es sei aus dem 19. oder anfangs des 20. Jahrhunderts gebaut worden und dann wären es Industriestollen. Aber ob da im obersten Teil nicht ältere Stücke dabei sind, da müssen wir noch einmal messen, ob da, es ist ja wärmer da oben und es kann verschiedene Ursachen haben. Es kann sein, dass da irgendwie noch ein Mineralwasser, ein warmes Wasser, Thermalwasser herauskommt und diese Wärme bestimmt. Es kann aber auch eine andere Ursache haben. Andere Leute würden vielleicht von Kraftorten sprechen oder so etwas. Ich muss das wirklich offen lassen. Aber es ist auffällig, dass dort eine Wärme auftritt, die wir noch genauer bestimmen müssen. Man müsste mal das Gestein noch messen und vielleicht auch eine Ionenmessung machen. Das ist heute durchaus anerkannt, aber das fehlt einfach noch. Da gibt es auch noch so
auch ähnlich wie ein Mobiltelefon. Werner Betz hatte so ein Gerät auch dabei, wo man die Temperatur messen kann anhand vom Foto. Also man geht durch. Ah, ja, ja, so eine Wärmebildkamera. Wärmebildkamera, genau. Ja, genau, ja. Dass man so etwas noch organisiert. Ja, Wärmebildkamera. Ja. Das Interessante ist ja da oben, da hat es noch die zugemauerte Mauer, also da hat es noch mal einen Torbogen sozusagen. Ja, ja. Und da kommt unten Wasser raus. Ja. Und was du gesagt hast mit der Wärme, das, ich habe das ja gar nicht mitbekommen, Trudi hat das ja gespürt. Und ja. Bei mir war es so, wir gingen da zusammen hoch und als ich oben war, hatte ich einfach heiß und ich spürte, wenn ich jetzt die Jacke nicht ausziehe, dann schwitze ich und dann bin ich nass, also ziehe ich die Jacke aus und habe das gemacht. Und erst später hat sie dann gesagt, dass sie irgendwas gespürt hat mit Wärme, also auch ganz interessant. Ja. Beim zweiten Besuch habe ich nichts mehr gespürt, um ehrlich zu sein. Wir sind ja nochmals hin. Hast du bei einem der beiden Besuche was gespürt von dieser Wärme? Wenn ich jetzt ja sagen würde, dann lüge ich, weil ich habe mich wirklich nicht darauf geachtet. Ja. Ich war so fixiert mit der Kamera. Ja, ja, alles gut. Ich habe mich wirklich nicht darauf geachtet. Ja. Aber dass es wärmer war oben wieder unten, das kann ich mich erinnern. Ja. Aber ob es jetzt genau mit dem zu tun hat oder ich mit der Kamera hochgelaufen, das kann ich nicht sagen. Aber so wie ich Trudi gehört habe, also ich glaube ihr absolut, dir auch unbewusst, dass du das wahrgenommen hast. Ich habe es ja gar nicht bewertet. Ich dachte, ich habe heiß, weil wir da hochgegangen sind. Und jetzt habe ich halt warm. Und, also ich habe das gar nicht irgendwie bewertet. Ja. Und rein von der Metalltür, wo man da ja sieht, kann ich mir durchaus vorstellen, die ist neueren Datums, aber die wurde ausgetauscht einmal, weil das ist Chromstahltür oder Edelstahl, dass es einen Kraftort sehr gut möglich sein kann, weil da war auch noch so ein kleines Gemäuer und dann ist man draußen. Die Ecke haben wir aber von außen nicht gesehen, das müssten wir mal anschauen. Aber das kann man durchaus vorstellen, dass direkt rein und ich bin dann an diesem Kraftort. Also ja, Hitze steigt ja auch und wir sind ja 17 Höhenmeter hochgegangen. Also es ist natürlich vielleicht schon natürlich einfach auch möglich, dass dich die Hitze da oben... Ja, Trudi spricht vielleicht nicht von der gleichen Wärme wie du. Das ist durchaus möglich, ja klar, natürlich. Halt echt für möglich. Ja. Eben, ich habe meine gar nicht irgendwie bewegt. Ich dachte wirklich einfach, ich habe jetzt heiß, weil ich da hochgegangen bin. Und, und dort oben hat es ja schon neuere Anpassungen. Also ich war ja selber nicht oben, aber auch die Decke. Die neueren Dinge, die zeigen einfach, das ist in den letzten Jahrhunderten begangen worden und bearbeitet worden. Da hat es mehrere Dinge, die ins 19. oder Anfangs 20. Jahrhundert gehören. Die Industrie hat ja dann im 20. Jahrhundert aufgehört, da ist sie nicht mehr konkurrenzfähig gewesen. Und was da etwa an Leitungen erkennbar ist oder an Türen oder so, ist eindeutig 19. und 20. Jahrhundert. Also das sind Dinge, die wir zeitlich einordnen können. Aber ob da nicht ältere Teile noch dabei sind, ihr habt erzählt von einzelnen Seitengängen, die bogenförmig aufhören. Das sind offenbar Fehlbauten gewesen, man hat sich verbaut, da hat man etwas gesucht, nach 2 Metern hat man gesagt, geht nicht weiter da auch. Das sind eindeutig Hinweise darauf, dass man nicht zwar etwas gesucht hat, aber man hat aufgehört. Ja. Und in unseren Stollen sonst, die wir als Erdstelle bezeichnen, haben wir oft hinten einen ganz geraden Abschluss, was eigentlich nicht normal ist. Weil wenn man aufhört, dann ist bogenförmig. Das habe ich auch schon bei Quellstollen gesehen. Da hat man aufgehört, gesehen, 50 Meter, das bringt es nicht. Dann ist man 3 Meter hinuntergegangen und dort hat man dann in dieser Distanz die wasserführende Schicht gefunden. Und das sind eben nicht die geraden Abschlüsse, die wir sonst bei Grimmenstein und bei anderen Stollen in Schwanden oder Wienigen eben auch kennen. Aber das ist das normale Bergbau, Quellsuche. Aber als Ganzes fällt es völlig aus dem Rahmen der Quellstollen, die ich bisher kenne. Vielleicht kenne ich einfach zu wenig. Ja, das klar. Ich finde auch die erste Rondelle, die wir hochgegangen sind, also nach dem langen
was macht das für ein, das lange war irgendwie, ja, das kann für was auch immer sein. Aber meinst du, wo nachher direkt noch der Kalkwasserfall unten dran war? Ja, genau. Ja. Also ich muss dir ehrlich sagen, wo ich oben lang gekommen bin, weil das hat ja, also die Rondelle, wo wir rundum gelaufen sind, und dann in dieser Rondelle gab es ja eine riesen Nische. Ja, also richtig, diese, da konnte ich reinstehen und der Thron Platz, oder so. Ja, genau. Und da hat sie ein Loch nach unten, wo man wieder in den Hauptgang kommt. Und da muss ich, jetzt kam mir irgendwie so den ersten Punkt in den Sinn, ja, da der Zeremonienmeister, wo oben sitzt. Haben wir auch erwähnt, und die sogar, unten da, wo da hochbeten oder weiß der Teufel was. Irgendwie kam mir das sehr suspekt vor. Vielleicht zu viel Film geschaut, ich weiß es nicht. War es auch der Wachposten? Ja, keine Ahnung. Ja. Macht ja auch nicht. Aber da wärst Sinn, du verloren. Also das ist ja ein Ausgang. Also es geht ja hoch und einmal ringsrum und wieder den gleichen Weg runter. Also da möchte ich nicht unbedingt der Wachposten sein. Der Zähler, wenn die Ware durchging, oder? Ja, ich weiß nicht, das kam einfach suspekt vor. Aber. Ja. Und das hat ja wieder den gleichen Charakter wie im hinteren Bereich die Brezel, also das ist ja wieder ähnlich. Aber. Also ich habe das schon in einem kleinen Maßstab gesehen, dass man einen Gang in einer Kurve hinaufging und dann sah man durch ein Loch auf die vorherige Stelle. Ja. Aber das war ein Loch in der Größenordnung. Man hätte bestenfalls noch hindurchkriechen können, aber da hatten wir natürlich ein 2 Meter großes Loch, wo man hinunterblicken konnte. Aber das Wasser hat den Weg gefunden und es lagert schon ungewöhnlich viel Kalk ab. Ja. Und es sind sehr schöne Formen, die dabei entstehen. Es hat auch Sintervorhänge, sind aber noch nicht sehr groß. Aber da mit den kleinen Zacken, das kenne ich auch aus einem Quellstollen, sieht sehr hübsch aus. Ja. Aber ich fürchte, wenn man da Altersbestimmungen macht, dann wird man nicht auf eine sehr hohe Zahl kommen. Ja. Aber das müsste man mal vielleicht machen, da könnte man eine Altersbestimmung machen, aber wir kämen wahrscheinlich auf den Anfang der Seidenindustrie da. Das war eben so, dass die Industrie spezielle Stoffe noch lange Zeit hier herstellen konnte. Sie war noch konkurrenzfähig gegenüber dem Ausland, aber auch heute ist die Verarbeitung der Seide praktisch alles abgewandert in Billiglohnländer. Aber das ist ein normaler Weg der Textilindustrie, ursprünglich in den Städten, dann immer weiter weg in die Bergtäler hinein. Und heute auch dort verschwunden, mehr oder weniger. Also einfach dem Lohngefälle entlang, immer dort, wo es am billigsten ist. Würde ja zu dem passen. Wir hatten ja jemand dabei, der hat noch mit seinem Pendel hat er ja noch geguckt und er hat ja auch gesagt, es handelt sich um Wasserstollen. Ja. Was ja nicht so dazu passen würde, ist heutzutage zumindest, hast ja du auch abgeklärt, die Wasserversorgung ist ja auf der anderen Seite vom Tal, oder? Also die Reservoirs, man sieht das in der Karte, liegen auf der anderen Seite, natürlich oberhalb der Siedlung. Ich nehme an, dass das oberste Reservoir, ich weiß nicht, ob man dort Wasser bereits aus dem Berg herausholen kann oder ob man da nicht auch Wasser hinaufpumpt, weil die Siedlung langsam den Hang hinaufwächst. Aber möglich. Ja. Ja, was wir noch überhaupt nicht besprochen haben, ist die Ablagerungen. Ich meine, so 250 Meter hast du gesagt. Mindestens, das sind mehr oder minder 400 Kubikmeter Abraummaterial. Und wenn es locker ist, sind das noch mehr. Ich habe aber so von der Umgebung her nicht den Eindruck, dass ich erklären könnte, wo das Material hin ist. Und ich finde auch in im Heimatbuch keinen einzigen Hinweis auf Bergbau. Es wird zwar ab und zu mal gibt es Hinweise auf neue Reservoirs, neue Wassersuche, weil die Gemeinde wie alle anderen eben gewachsen ist. Aber in diesem Fall, ich weiß nicht, wo die Ablagerungen sind.
Wenn man ein Reservoir macht, dann sind es wenig Ablagerungen, dann hat man kurze Stollen. Dann sucht man natürlich eine Schicht, die wasserführend ist, weil sie kein Wasser durchlässt. Mhm. Das kann eine Mergelschicht sein, die hatten wir hier nicht. Nee. Wir hatten reinen Sand und Stein und Geröll, Kies, Geröll. Also wenn schon, muss man eine Schicht suchen, die das Wasser staut. Und dann kann man es ins Reservoir leiten. Und die beiden Reservoirs, ich nehme an, das untere ist das ältere, das obere ist das jüngere, weil einfach die Siedlung entsprechend gewachsen ist. Und der Abraum, also es hat ja vor dem Stollen hat's einen Bach, der runterläuft. Ja. Würde sich dieser irgendwann anstauen, wenn man da das Zeugs einfach reinwirft? Oder würde der das einfach wegtragen? Könnte das die Lösung sein? Ja, das könnte Gestein schon, aber dann irgendwann wird der Bach in ein flacheres Gelände kommen. Und dann lagert er es dort ab und dann gibt es dort die Überschwemmungen. Ich kann aber nichts in der Art erkennen, dass in den letzten 100, 200 Jahren, denn die Deltas, die solche Bäche bilden. Also da ist steil, da fressen sie sich ein, da wird es flach und dann bilden sie einen Schwemmfächer. Und der ist eigentlich schon länger besiedelt. Also wenn ich da zu viel Sand hineingebe, kommt der Bach beim nächsten Hochwasser, Gewitter, mit allem herunter. Und dann ist die Siedlung gefährdet. Und also das können sie sich nicht leisten. Sinn, irgendwie. Das ist einfach zu gefährlich. Das muss weiter weggebracht werden. Also auch für die Zeit mit Esel und Pferden, also musstest du wegtransportieren, oder also nicht die großen LKWs, wo reinladen kannst und dann hoppla. Also. Denn es braucht Zeit, um diese Stollen zu bauen, auch wenn es ein feines, lockeres Gestein ist. Also ich würde vielleicht mit dem Abbau, mit der Abbaurate ungefähr wie bei Aarau gleichsetzen, im Maximum 40 bis 60 Zentimeter pro Tag. Und das ist bei 250 Metern 500 Tage plus mehr, eher mehr. Und das ist dann zwei Jahre Mannarbeit. Eher mehr. Ich denke, mit 250 Metern sind wir also... Das ist nur das Abgraben. Das muss ja noch weggebracht werden. Und das einfach in den Bach hineinschütten und dann hoffen, dass das nächste Gewitter das mitnimmt. Da haben die da unten weniger Freude, übrig dafür. Aber ich habe das immer schon beobachtet bei den Stollen, also vor allem bei den Erdstellen und so. Es ist kein Schutt da. Entweder hat man ihn weggebracht, was eigentlich von den Kosten her auch nicht erklärbar ist, oder wir müssen annehmen, dass das, weil es lockeres Material ist, irgendwann weggewaschen wurde. Wenn da unten nicht gerade eine Siedlung ist, kann man das einfach wegschütten. Aber wären es zum Beispiel Schutzstollen, wo man sich vor Feinden schützt, dann wissen die alle, da wo der Abraum ist, da sind die Leute drin. Das kann man sich nicht leisten. Den Ort, wo man sich versteckt, verraten durch die Schutthalde, das geht nicht. Da muss weg, das Material muss weg. Oder eben die Natur wäscht es im Laufe von Jahrhunderten weg. Das wäre bei den Stollen in Deutschland, die ja in der Regel zwischen 9., 11., 12. Jahrhundert eingeordnet werden, wäre das noch erklärbar. Aber ich kenne aus Bergbaugebieten, Bleiberg in der Nähe oder andere Orte in Österreich, Kärnten, wo die Stollen nach Jahrhunderten noch sichtbar sind, also die Abraumhalden sind nach Jahrhunderten noch sichtbar, ist natürlich oft Gestein, das wenig fruchtbar ist. Es geht lange, bis die Pflanzen sich da niederlassen, bis die Pionierpflanzen überhaupt Fuß fassen können. Also da wird das Ganze durch die Farbveränderung schon verraten. Oder im Bündnerland gibt es natürlich Schutthalden aus der beginnenden Bronzezeit. Die sind 3000 Jahre alt und die sieht man noch genau. Verfärbung des ganzen Gebiets und nicht bewachsen. Also auch nicht heruntergewaschen, obwohl es dort doch rechte Niederschläge gibt. Aber da ist es besiedelt und da haben wir also nichts davon erkennen können.
auch wieder ein Rätsel, das wir im Augenblick einfach überhaupt nicht lösen können. Was wir noch nicht besprochen haben, dass wir das einfach vielleicht noch erwähnen, also zum Schutz waren diese Gänge wahrscheinlich nicht und auch nicht zur Lagerung von Gegenständen. Ich würde es nicht machen. Genau, ja. Und sie sind ja auch eben viel zu verwinkelt, um etwas zu lagern. Ja. Also da baut man eine größere... Ich kenne solche Keller, die man im Felsen hineingebaut hat. Da geht man nicht weit hinein, so weit, dass man vorne noch schließen kann, damit man es vor allzu großer Kälte schützen kann im Winter und natürlich nicht gerade am Südhang. Mhm. Und dann kommt ziemlich rasch die Kaverne, wo man das Material lagern kann. Genau. Ja. Da muss einfach das Verhältnis zwischen dem, was man herausholt und dem, was man drin lagern kann, stimmen. Ja. Und bei langen Gängen, wo man praktisch kaum aneinander vorbeigeht, da hat das Lagern überhaupt keinen Sinn. Ja. Und dann ist es hier feucht, es ist kühl. Mhm. Also beste Voraussetzungen, dass die Ware verschimmelt. Genau. Also, und ja, das ist so. Als Versteck kommen sie nicht in Frage. Die Ausgänge sind zu nahe beisammen. Ja. Also wenn ich von einer Burg einen Fluchtweg nach unten haben will, dann muss der Weg so weit weg sein, dass mich ein Feind nicht sofort entdeckt. Mhm. Und also hier sind die Ausgänge einfach zu nahe beisammen. Ja. Ich frage mich allgemein über die Bauweise oder vor allem die Suchweise. Also war das einfach ein schlechter Routengänger, wo irgendwie einfach mal irgendwie falsche Annahmen getroffen hat? Ich meine auch zum Wohnen, oder? Nein. Ist es ja auch nicht irgendwie sinnvoll, dass man so baut. Aber es hält ja trotzdem einige Zeit. Ja, also es ist erstaunlich, wie die Stollen halten. Ja. Das ist erstaunlich. Aber zum Wohnen völlig ungeeignet. Das ist der feucht. Ja, das ist ja überall Wasser am Boden und fließt ja. Also. Ja, natürlich. Ja. Und die Gefahr, dass etwas nachstürzt, ist eben auch sehr groß. Mhm. Und wenn man irgendwo wohnen will, muss man Feuer machen können. Ja. Mhm. Haben wir nie gemacht, lohnt sich nicht, wäre sogar gefährlich. Von der Luft her, also was hattet ihr dort das Gefühl? War ja, überall also gleich? Ist es natürlich auch immer offen an allen Ecken ein bisschen, oder? Also ich muss ehrlich sagen, so das längste war 1,5 Stunden, wo ich permanent drin war. Ja. Oder wir. Ja, und dann habe ich es dann schon auch gesehen und gesagt, so jetzt brauche ich schon mal frische Luft draußen, weil irgendwann hast du gemerkt, es wird alles ein bisschen strenger, der Sauerstoff wird langsam ein bisschen, also nicht kritisch, aber du hast gemerkt, jetzt werde ich langsam müde und es ist gut, wieder mal draußen frische Luft zu schnappen. Aber die Luft war nicht irgendwie schlecht, also nein, dass gar man nicht das Gefühl gehabt hat, das riecht noch irgendwie vergammelt oder, nee, also es war frisch eigentlich, aber ich hatte dasselbe Gefühl, ja. Wie zu wenig Sauerstoff, ohne dass es gefährlich ist. Einfach, ja, wie du sagst, nach 2, 1,5 Stunden, ja, dann reicht es dann. Es hat eine gewisse Lüftung. Ja. Aber ihr habt selber gesehen, es ist irgendwo auch an der Grenze. Ja. Also offenbar hat man die Gänge zwar doch begangen, aber möglicherweise hat man dadurch auch mehr Zugänge geschaffen, damit eine gewisse Lüftung gesichert ist. Ja. Ich habe das im Schwanden gesehen mit diesem langen Quellstollen. Am Schluss hat dann der Arzt, der dabei gesagt, ich merke jetzt, dass es kritisch wird mit der Luft. Aber da waren wir schon fast beim Ausgang. Ich selber habe es nicht geachtet, weil ich natürlich mit allem anderen beschäftigt war, von den Eindrücken her. Aber er war natürlich von Berufswegen stärker darauf fokussiert, wie reagiert mein Körper. Und da haben wir wahrscheinlich in Bezug, weil wir doch sehr lange Gänge haben, relativ wenig Möglichkeiten, dass die Luft ausgetauscht wird. Ja, und dann haben wir noch ein Highlight gesehen drin, vielleicht noch ganz kurz auf den Zwerg zu sprechen kommen. Der war super, also was denkst du, von wann ist der und einfach so deine Meinung und wer hat den da reingestellt? Mich, normalerweise würde ich irgendwo die heilige Barbara erwarten, aber nicht einen Zwerg. Also ich weiß nicht, wie lange der schon drin ist, also ich müsste... Er war aus Stein, oder? Ja, war er? Der ist aus also Stein, nicht Plastik. Nee, das ist Stein. Also von dort her dürfen wir annehmen, ein gewisses Alter. Aber 19. 20. Jahrhundert, da kommt die Romantik durch. Aber, ja,
Das ist ja auch das Erstaunliche. Wir haben einen Zwerg und nicht die Barbara. Ja. Also es ist nicht irgendwie Bergbau, wo man wirklich die Bräuche kennt, was sich gehört. Mhm. Weil, ich meine, in anderen Stollen, die man für die Bahn baut, was das Erste, was man durchgibt, ist eine Figur der heiligen Barbara. Und die bleibt dann aber auch in den Stollen irgendwo stehen. Ja. Und da haben wir bisher also keine gesehen. Und das ist schon eigentlich erstaunlich, denn das kommt in katholischen und reformierten Gebieten vor. Auch auf dem Jungfrau Joch bei der Bahn, da haben sie die heilige Barbara, reformierte Kanton Bern hin oder her, aber die gehört dahin. Ja. Da sind die Bergbaufachleute sehr streng. Mhm. Und muss man akzeptieren. Mhm. Ist auch wichtig. War cool, das Ding zu sehen, finde ich. Also hat Spaß gemacht. Aber das war auch sehr interessant. Ist auch in der Brezelform da. Und hat auch ein kleines Guckloch nach unten. Richtig, ja. Bevor er da ganz unten geht und dann quer wieder Richtung Straße nach vorne. Aber das Interessante, er guckt eigentlich, oder er schaut Richtung Neuzeit gemauert, Ding, wo eigentlich zugemauert kann sein, wurde. Musste ich mal noch kommen, also habe ich jetzt und nicht. Das ist ja auch interessant, weil diese Trockensteinmauer, die sieht ja relativ sehr neueren Datums aus, also die 20 Jahre, nein, nicht einmal, 10 Jahre. Ja. Also ist auch noch nicht irgendwie, also man sieht, die Steine sind neu und nicht irgendwie verkalkt oder so etwas. Und was da dahinter ist, das ist auch, also wohin das überhaupt geht, das ist auch sehr spannend. Ja, ich finde, also muss auch sagen, da mit ein Grund, warum wir diesen Stollen nicht verraten, dieser Zwerg. Man stelle sich vor, was mit dem passieren würde, wenn da ein paar. Ja, ich fand es cool, dass der da dort saß, irgendwie speziell. Also. Nein, ich finde sie einzigartig. So, für mich ein Highlight ist diese wunderschöne Wendeltreppe, die mich an Schloss Wildeck erinnert mit der Wendeltreppe, aber dann eben noch verkalkt, als wäre sie noch veredelt dadurch. Aber man kann sie benutzen, obwohl es natürlich die Stufen ein bisschen verschwemmt hat, müsste man fast sagen. Also ein zauberhaftes Gebilde. Aber ich habe Angst vor Vandalismus. Ja, wir auch. Und wie gesagt, wir im Kanton Zug, das ist der Ort, muss genügen. Und falls es doch jemand findet, einfach mal, dass wir das auch gesagt haben, wir übernehmen keine Haftung. Es ist jedem Mann und jeder Frau auch seine Sache, sich zu schützen. Und dementsprechend, wenn, egal welcher Stollen reingeht, schützt euch. Geht niemals alleine rein, weil wenn etwas zusammenschüttet, dann habt ihr ein Backup draußen. Das zum Glück unser Simon, wegen seiner Knieverletzung. Aber es ist essentiell. Es gibt zu viele Unfälle. Wenn da in China wieder Kumpels verschüttet sind oder in Peru, das wagt einfach das Glück nicht raus, sondern wenn, dann geht es sicher. Ja, es kann immer mal etwas labil sein, hält noch im Augenblick. Wenn im Augenblick mal ein kleines Erdbeben kommt, braucht kein starkes, dann kann dieser labile Punkt gerade nachgeben. Ja. Und eben darum sind wir sehr froh, dass Simon immer im Freien war und die Sicherheit garantierte, wusste, wo wir sind. Also es ist immer Teamarbeit. Ja, absolut. Ja, hat super Spaß gemacht, Helen. Vielen, vielen Dank. Ja, dank euch. Ihr habt den großen Schritt nach vorn gemacht mit euren Aufnahmen, du mit der Sicherstellung. Also Teamarbeit im besten Sinne. Auf jeden Fall. Auf die nächsten Stunden. Genau, also wir werden weiter unterwegs sein, denke ich. Sofern du noch Lust hast, mit uns mitzukommen. Ich bin zwar nicht mehr höhenfest, aber höhlenfest bin ich noch. Super. Das liegt da, das ist vom Alter her noch nicht verschwunden. Ja. Ja, super. Tipptopp. Besten Dank. Danke dir. Alles Gute. Danke dir.